Ich mach alles auf NoScope 360. LOL. Jo, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge mit mir, Neville. Und wir spielen heute wieder eine Runde CSGO. Und wie ihr seht, habe ich wieder ein paar Kisten vorbereitet. Und zwar wieder die Operation Wildfire. Heute versuchen wir wieder etwas Gutes zu bekommen. Was es wird, ich hoffe, es wird irgendwas in dem Unterbereich, aber ja, sehen wir selbst und schauen, was uns die erste Kiste bringt. So, ich hoffe, wir bekommen keine Bison, das wäre nämlich richtig kacke. Oh. Oh. Nice. Nice! Oh, shit. So, da sind wir auch schon wieder zurück hier mit der schönen AWP, naja, halb schönen AWP. Ich persönlich mag sie recht gern, aber naja, müsste sie halt leider ein bisschen besser ausschauen. Aber ja. So. Oh, der war nice, der war nice, der war richtig geiler Headshot. Oh ja. Yeah. So, da sind wir jetzt mal. Ja, was gibt's Neues in der Welt? Ihr vor kurzem habt gerade. Oh, scheiße. Hat gerade Fnatic gegen Mouseboys, glaube ich, gespielt. In der ESL. Ja, war richtig schön zum Anschauen. So, jetzt muss ich irgendwie sterben. Ja, komm, kill mich. Komm. Und. So, ein Sudden Headshot. Oh, da ist er. Ja, und war ein richtig spannendes Match. Auf jeden Fall am Anfang. Na, den messen wir. Den messen wir. No Scope. Im Jump auch, ne? Oh, schade. Da waren wir ein bisschen zu langsam. Und ja, auf jeden Fall, es war ein richtig spannendes Match. Also, das erste Match war irgendwie so, ja, klar, dass Fnatic gewinnt. Und. Lol. Und dann das zweite Match, das war. Welcher Map war das auf. NoScope 360? Lol. Nice. Und. Ja, irgendwie dann. Hat man. Also, da war das, glaube ich, so, dass man gedacht hätte, die würden jetzt wieder voll ablosen und das ist eh schon alles fix. Am Ende ist aber dann so gewesen, dass Mouseboards in der zweiten Hälfte da in Overtime noch gegen Fnatic gewonnen hat auf das 2. Wobei ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ja Fnatic einer der stärksten Teams auf das 2. Oh. Ah, lol, davon da kriegt einer. Habe ich richtig nice gefunden, dass deutsches Team Fnatic so Konkurrenz machen können. What the fuck, wie haben wir den verfallen können? Das ist ja nicht normal. Ja, jetzt habe ich den. Oh, okay, da war auch noch einer. So. So, erstmal spawn campen. So wie es gehört. Ne, und ich schaue jetzt in letzter Zeit immer gerne oder lieber so ESL-Kämpfe an. Da kann man recht viel sich von den Taktiks abschauen und dann in Competitive. What the fuck, warum verfuck? Dann kann man sich das auch irgendwie adaptieren in seine eigenen Matches. Ah, da bin ich zu langsam gewesen. What the fuck? Okay, ja, da hat uns Kill genommen, aber egal. Ne, und. Ah, sieht man es leider nicht, aber.
Ich bin jetzt vor kurzem Golden Over 3 endlich wieder geworden. Das heißt, endlich wieder. Okay, das war jetzt richtig nicht Golden Over mäßig. Aber ich bin jetzt wieder Golden Over 3. Das war ich ja eh. Golden Over 2. Dann ist ja das Update gekommen und da bin ich dann von Golden Over 2 innerhalb von 5 Matches, die wir teilweise auf Unentschieden gespielt haben. Was? Warum krieg ich nur Legshots? I don't get it. Ja, da haben wir ihn. Oh, schade. Wäre nice gewesen, wenn wir den auch noch bekommen hätten. Ah, ich wollte mir den anderen holen. Geleck! Jetzt habe ich es aber nicht so mit AWP. Das spiele ich fast gar nicht mehr. Leider. Eigentlich kriegt er eine nice Waffe. So. Oh, da campt da wieder einer. Ist klar. So, wo sind jetzt ein paar Gegner? Ah, oh, schöner Headshot. So wie wir es haben wollen. Okay, da kommen wir gleich jetzt mal. Damn. Jawohl, so geht's jetzt dahin. Ah, da müsste auch jetzt einer kommen. Jawohl, da kommt auch schon. Jawohl, jetzt hab ich einen Flow. Ah, schade. Und das war's auch schon mit dem Flow. So, 3 Kills to go. Und dann. Ah! Ärgere mich immer, dass ich die dann nicht krieg, die Kills. So. Jawohl. Ja, was habe ich mir gedacht? So. So, ein Kill to go und dann machen wir auch gleich die nächste Kiste auf. Mal schauen, ob wir jetzt unsere Mal schauen, ob wir unsere Glückssträhne auch weiterführen können. Und ja, dann sehen wir uns gleich bei der nächsten Kiste. So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Kiste, und zwar bei der zweiten Kiste. Ja, jetzt haben wir gerade eine AWP Elite Build bekommen. Geil wäre noch, wenn wir so eine Desert Eagle bekommen würden. Oder vielleicht sogar eine Fuel Injector. Und natürlich auch das Bowie Knife darf nicht fehlen. Und ja, dann machen wir gleich die Kiste auf und Fingers in Kreuz und los geht's. So, sehr viele blaue. Zu viele blaue. Viel zu viele blaue. Oh, shit. Ja. So, und da sind wir auch schon wieder mit der Mach 7 Lapis Lazuli. Nicht Lapis Lazuli, sondern Gator. Lapis Gator. Ah, ich bin noch voll im Minecraft-Feeling. Ja, also Ausschauen tut sich eigentlich relativ nice, aber zumindest von der Seite. Ah, wurscht. Ah, hätte ich wissen müssen, hätte ich mehr. Hätte ich mehr baiten müssen. Ah, ja, easy. Nicht mit Papa Schlumpf. Oh, okay, okay. Oh, okay. Das müsste irgendwann mal sein. Da ist doch gerade jemand gestorben, wa? Ah, oh, den hätten wir fast gehabt. So, dich hole ich mir. Dich hole ich mir, mein Schätzchen. So. Ja, in letzter Zeit spiele ich relativ viel Minecraft. Liegt dran, dass ein neuer Update ist raus. Und zwar. Zwar das 1.9er. Ja, ist eigentlich recht nice an und für sich. Jedoch finde ich irgendwie, dass es so seine Originalität verloren hat, was Minecraft angeht. Finde ich ein bisschen schade, also sprich, irgendwie sind schon Mods jetzt vorinstalliert, zumindest soweit ich reingeschaut habe. Zum Beispiel das mit den, da gibt es irgendwie neue Pfeile, keine Ahnung so genau.
Oh. Ah, ich will den Kill haben. Ah, da hinten sitzt er dann. Ah, ich weiß nicht ganz, was ich dazu sagen soll. Shit. Jetzt sind wir aber richtig schlecht. Bad, 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 bad. Und. Jawohl, mit der Brechstange noch bekommen. So. Chicken. So, satte Headshots. Oh, schade. Ah, da haben wir es beide gekriegt. Leider, leider. So, da müsste jetzt auch irgendwo einer spawnen. Jawohl, nice. Ja, also ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Von diesem Update sind mir irgendwie schon zu viele Mods. Meine sind jetzt nicht in dem Sinne Mods vorinstalliert. Also das ist jetzt zum Beispiel mit dem Fallen. Ich glaube, es gibt auch irgendwie Flügel oder so. Keine Ahnung. Ich spiele es halt meistens so, dass ich im Survival unterwegs bin und zum Beispiel gar nichts im Creative. Jawohl, jetzt geht's richtig dahin mit dem Mac 10. Ah, ich sage immer Mac 7, ich weiß nicht warum. So. Ja, aber was sie zum Beispiel wirklich verbessert haben, war nicht mein Skill, sondern die FPS-Anzahl. Also ich habe jetzt ohne Optifine habe ich locker. Oh shit. Habe ich jetzt schon easygoing 600, 700 FPS. Wo ich vorher vielleicht so 300, 400 gehabt habe. Und irgendwas müsste da geändert worden sein. Zugunsten natürlich der Spieler und der FPS, dass die höher gegangen sind. Finde ich recht ein nices Feature. Also da könnte man vielleicht sagen, dass man Microsoft doch schon spürt in Minecraft. Das nicht zu stark. Ja, jetzt schauen wir mal. Wie sich die ganze Optifine-Geschichte, Server-Geschichte und so weiter entwickelt. Zurzeit spielen wir nur auf einem Vanille-Server. Das sage ich schon. Und da wird es jetzt dann. Mann, er hat mir gestohlen. Das war meiner. Ah, schade. Ja, da gewartet. Da hat er gewartet, der Schlingel. Wood. Okay. Dachte mir, das wäre ein Holt. M4 gegen Mac 10. Easy. Und nochmal. Jawohl. Wir sind fast Top-Fragger hier. Zumindest von den Punkten her. Finde ich recht nice, obwohl ich die Mac 7 gar nicht spiele. Ah, okay, einfach drauf halten und ein bisschen nach unten ziehen. Wenn dann. Ja, genau. Oder? Ja, genau, sie geht leicht nach oben. Die ersten paar Schüsse sind sehr genau. Oder fast genau, würde ich mal sagen. Und da kann man dann gar nichts mehr falsch machen mit der Aussage. Ja, wir killen uns gleich selber. Oder er killt uns. Ist egal. Ja, ich freue mich jetzt dann schon, wenn ich bald 150 Matches gemacht habe. Angeblich sollte man dann Overwatch bekommen. Ja, dann würde ich gerne auf dem Kanal ein paar Overwatch-Videos machen. Also ob einer ein Cheater ist oder nicht, wollte ich schon immer mal machen, weil teilweise bin ich so vielen Cheatern begegnet und ich kann einfach nichts machen, als kann man außer einfach einen Report schicken und so kann ich jetzt effektiv dann am Spiel mithelfen, dass wir oder dass ich Cheater oder Hacker das hätte unser Kill sein können bannen kann und so ah
Oh, meine Maus ist am Keyboard angestanden. Jo, das war's dann auch schon jetzt mit der Waffe. Und ja, sehen wir uns gleich beim nächsten Case und hoffen, dass wir da wieder ein bisschen mehr Glück haben. Also, bis gleich. So, und da sind wir auch schon bei unserer letzten Kiste heute. Ja, also das ist bisher eine Wildfire-Kiste. Jetzt hoffen wir wirklich mal, dass wir was im oberen Bereich bekommen. Ja, jetzt haben wir doch schon etwas aus dem blauen Bereich und aus dem pinken Bereich bekommen. Ich hoffe mal nicht, dass wir aus dem violetten Bereich kommen. Also, wir drücken die Daumen wieder, Finger sind verkreuzt und los geht's. So. Okay. Violett ist auch cool, aber... eine Glock. Ja. Yeah. So, und da sind wir schon mit unserer wunderschönen Glock. Nicht? Das könnte jetzt eine Ewigkeit dauern. Ja, ich habe mir schon ein Thema überlegt, über das ich jetzt reden könnte. Das ist wieder mal das übliche Thema Streaming. Jawohl, so wie das sehen. Und zwar in letzter Zeit schaue ich sehr viele Streams, vor allem Sound 1G. Einigen wird das ein Begriff sein. So, war nicht optimal, aber wurscht. Ja, er ist einer der größten Streamer, würde ich mal sagen. Also, der hat immer so... das war mein Kill. Range gehen. Oh shit, ist das bad? Ist das bad? Ist das bad? Oh schade. Ah, okay. Und zwar. Jawohl. Oh, ich habe mir gedacht, ich bekomme den gar nicht mehr. Und so, jawohl. Schade. Und zwar gibt es ziemlich viele Mädchen-Streamer und jetzt hat eine, ich weiß zwar nicht die genaue Geschichte, ich habe kurz mal drüber gelesen. Ah, jawohl. Es war so, dass es jetzt Jobs gibt, wo man sich als Flittchen streamen. Oh man, this was disrespect. Wo man sich jetzt, sag mal, halbnackt bewerben kann für eine Twitch-Stelle. Wow, der war nice. Oh, schade. Und finde ich ehrlich gesagt schon richtig arg, dass das geht. Mann, hat er mir den Kill gestohlen. Denn irgendwie ist es extrem. Das ist das einzige. Oh man. Oh schade. Womit die dann Geld verdienen, machen die einfach. Nichts, und dann ist die Kamera mal oft größer als das Game und das Game ist dann nur noch so relativ klein und dann kommen immer die Vorwürfe, ja, warum seid ihr alles so sexistisch und so weiter. Aber hallo, wenn man seine Cam... Jawohl. Den haben wir und das wird ein Messkiller. Pa! Jawohl. Und dann verstehe ich die Mädels meistens nicht, wenn sie dann kommen, ja, warum seid ihr so gemein? Nur weil das andere Mädchen machen, heißt das nicht, dass ich das auch mache, obwohl sie eiskalt sich so freizügig zeigt.
Ja, würde mich mal interessieren, was ihr da so davon denkt, ob das dann eigentlich eine Kritik ist oder ob das falsch ist, dass man sich so zeigen lassen soll. So. Ich denke mir da immer persönlich, ja. Warum schiebe ich solchen Menschen Geld in den Rachen? Für Messages, also Donations, damit ich deren Aufmerksamkeit habe, damit sie sich aufregen können, wie sehr doch die Leute kacke sind und wie sehr, wie sexistisch sie nicht sind. Und da verstehe ich ein bisschen. Ah, shit. Da verstehe ich ein bisschen die Community nicht. Oder, nein, eigentlich verstehe ich die St Eigentlich verstehe ich die Streamerinnen nicht. Also, Männer können das ja in dem Sinn nicht machen. Also, gibt es eigentlich nur den Fall bei Streamern. Nee, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Es hat mal, glaube ich, einen Streamer gegeben, der muss jetzt sein Hemd wieder anziehen, weil er immer oben ohne gestreamt hat. Und warum müssen das denn nicht andere machen? Ich meine, die verstoßen genauso gegen die Regeln, oder nicht? Okay, danke. Thanks for saving me. Nein! Schade. Da hat mich der gemerkt. Oh. Trick 17. Jumpen beim Burst, kann ich kurz mal zeigen. Wird relativ genau, naja, fast. Dann einfach, genau, da haben wir es gesehen. Muss man natürlich auch treffen. Denn ohne Treffen geht gar nichts. Boah, ich bin gar nicht mehr so schlecht mit der Glock. Normalerweise mag ich die Glock überhaupt nicht. Ja, komm, misch dich ein. Ja, aber ich würde mich mal interessieren, wie ihr so über das ganze halbnackt streamen oder. Oh man. Wie ihr das seht, so halbnackt streamen. Einfach in die Kommentare schreiben und freien Lauf lassen. Also lasst euren Fantasien oder Meinungen freien Lauf. Jawohl, Double Kill. Oh, schade. Plantmaster. Oh, da hätte ich den Burst gebraucht. So, 2 Kills brauchen wir noch. Und dann war es heute schon wieder für. Das Käse aufhängen. Oh, okay, das dauert noch. Das dauert noch. Oh, not cook, not plate, not cook. Ja. Den hätte ich noch gemessert. Also, der zählt noch, der Kill. Ja, an der Stelle sage ich dann wieder vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder bei einer nächsten Folge von CSGO. Ich hoffe, nächstes Mal machen wir wieder eine Road to Global Elite. Da links oben seht ihr schon. Ich bin wieder endlich über Goldnova 2. Ich glaube, da sind wir stehen geblieben bei Goldnova 2. Ja, jetzt steht dann Goldnova 4 am Programm. Ich hoffe, das kommt jetzt dann bald, das Video. Dann war es das auch schon für heute und ich hoffe, hat die Folge Spaß gemacht und ja, Support ist kein Mord. Einfach Daumen nach oben und ja, dann sehen wir uns bei einer neuen Folge, wenn es wieder heißt CSGO mit mir, dem Phil und bis dahin, macht's gut. Ciao.